So, Leute, wir haben es zurückgeschafft. Es war sehr, sehr knapp mit der Luft. Dann bin ich hierher gekommen. Dann waren hier keine Luftflaschen mehr drin in dem Ding. Dann musste ich hier nochmal von da nach da zurücklaufen und war so ein bisschen spannender, als ich das eigentlich mag. Nichtsdestotrotz, wir haben reiche Beute gemacht. Ich brauche unbedingt noch Munition. Wir packen den Kram erstmal hier rein, dass das Inventar mal wieder ein bisschen Luft kriegt. Wir haben den Motor. Hier ist noch Munition, da ist noch Munition, aber nichts für uns. Rockets haben wir, Magnesium, das, Iron, Silicon. Kaliber 50. Dann Silikon. Brauchen wir unbedingt. Wo ist es? Silikon Ingots. Machen wir erstmal einen ganzen Schwung von. Dann haben wir hier unseren Oxygen Tank. Den platzieren wir auch gleich. Wir müssen die Basis eigentlich nochmal anbauen. Wir stellen erstmal dahin. Die stellen wir rein. Daneben dann die Station. Dann machen wir noch welche von diesen Würfeln. Halbblocks. Munition unbedingt hier wieder mit rein. Genau, wir haben unseren Kühlschrank. Blöd, wenn wir ihn nicht nutzen. Copperohr haben wir noch. Dann haben wir hier unsere Munition, die wir nicht brauchen. Das brauchen wir irgendwie auch immer alles. Was das ist, weiß ich auch nicht. Das packen wir auch mal mit in die Dingsbox. Die Ersatzpistole kommt auch in die Dingsbox. Hier ist die Munition. Und Alien Plasma. Komm, auch mit in den Kühlschrank. So ein Alien Plasma, das wird ja auch mal ganz schlecht. Und wir brauchen hier Licht. Wir brauchen hier so unglaublich viel noch. Das packen wir um. Das kommt dahin. Hier kommt das Fleisch noch hin. Hier kommt das noch rein. Das sind jetzt die Silikon-Ingots, genau. Für unsere Luftstation. Da waren wir, glaube ich, dabei. Oxygen Station können wir bauen. Oh. Ist ja nicht zu fassen. Die Hullblocks haben wir gleich auch. Dann erweitern wir nochmal. Sind fertig. Hier haben wir auch noch Ohr für das. Und die Electronics, die kommen da auch noch rein. Und wir brauchen mehr Blöcke. Wir müssen weiter in die Höhe bauen. Hullblocks. Was fehlt uns da für Metal Plates? Ist, glaube ich, jetzt nicht so, dass Metal Komponenten. Metal Plates. Mach da mal so viel von. Die Hullblöcke. Wir erweitern uns jetzt noch mal einmal in diese Richtung. Denke mal, so sieht das fein aus. Und dann können wir hier eigentlich, kommt dann hier die Außenmauer. Da machen wir die Außenmauer. Dann machen wir da nämlich auch schon mal eine Lampe ran, dass wir wenigstens mal so ein bisschen so ein Bruchteil an Licht hier reinkriegen. Lampen waren, wo waren die Lampen? Da war eine Lampe. Light.
Oxygen Station haben wir hier. So. Und Metal Komponenten können wir gleich nochmal wieder nachbauen. Brauchen wir sowieso ewig. Gut. Das war das. Wir setzen die Lampe. Wo haben wir unseren? Da. Na, schick. Das ist ja wunderschön. Du möchtest gerne gedreht werden. Und zwar so. Wenn wir da jetzt... Es funktioniert. Dann können wir den nämlich mal voll machen. Haben wir noch Strom dabei? 10 Stück. Müssen wir auch nochmal wieder welche von bauen, solange es noch geht. Wie viel Munition habe ich bei davon? 20 Schuss. Reicht definitiv nicht. Wir haben aber noch nachgebaut. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Mal 30 dazu. 50. Wir müssen eh sparsamer sein. Wenn wir das nächste Mal zu dem großen Weltraum-Moped gehen, da nehmen wir uns auch eine größere Knarre und im besten Fall natürlich auch ein Fahrzeug mit. Am besten noch an dem Fahrzeug noch eine Cargo-Box ran. Dass wir den ganzen Laden da hinten mal ordentlich ausräumen können. War hier nicht unsere Gerätschaft? Wird die denn nicht... Ach, da ist er. Ich dachte schon. Aber das ist hier kein Silikon. Ich... vielleicht auch in eine andere Richtung gehen müssen. 45. Ich glaube, da müssen wir uns jetzt erstmal um Luft keine Sorgen machen. Das läuft, das Ding. Läuft bei uns. So. Ich glaube, wir sollten mit den Außenwänden mal anfangen. Einfach damit es mal so ein bisschen wohnlicher wird und ich fühle mich dann auch sicherer. Wir brauchen jeweils immer 2 Metal Plates. Machen wir erstmal 5, 6 viele. 30 Stück. Er geht nicht. Da ist noch Platz. Dann müssen wir mal schauen, was fehlt uns denn jetzt eigentlich noch? Medic Station. Auch sehr interessant. Na, da fehlt uns noch ein Computer zu. Dann bauen wir doch eine Medic Station. Warte mal ab, gleich fehlt uns noch wieder irgendwas anderes. Ich kenne den. Ich kenn's doch. Ich weiß doch inzwischen, wie das hier läuft. Jetzt müssen wir noch was trinken. Was wollte ich noch? Genau, wollte ich noch mal ansprechen. Sendeplan. Ich überlege die ganze Zeit hin oder her, sollte ich einen Sendeplan erstellen. Einerseits finde ich gut. Ich finde es auch bei auf anderen Kanälen immer gut. Dann weiß ich ganz genau, dann läuft das, dann läuft das.
ist alles schön und gut. Aber ich weiß nicht, wie ich das zeitlich immer hinkriege. In der letzten Woche hat es sehr gut geklappt. Ich habe jeden Tag habe ich ein Video rausgebracht. Wollte ich im Grunde genommen dann auch so haben. Ich weiß aber nicht, ob ich diese Frequenz beibehalten kann. Weil es geht wirklich schon eine Menge Zeit bei drauf. Ich habe es mir vorher schon immer sagen lassen. Ich hab's auch geglaubt. Also es war ja nicht so, dass ich gesagt habe, ja, was labert ihr denn da und da so ein bisschen zocken und das dann hochladen, das kann ja nicht so lange dauern. Ich habe es vorher gewusst, mir war es klar. Ist halt schwierig. Ja, was heißt schwierig? Aber es ist nicht einfach. Und deswegen will ich es erstmal noch dabei belassen, einfach, wenn möglich, jeden Tag ein Video rauszuhauen und dann ist gut. Alles andere muss ich ergeben. Ich meine, mein Kanal gibt es jetzt seit ein, zwei Wochen. Ich finde, dafür ist die Frequenz an Videos, die da kommen, eigentlich schon mal gar nicht schlecht. Es muss sich halt alles erstmal so ein bisschen einspielen. Das wird seine Zeit dauern. Und wenn ich damit leben kann, könnt ihr das auch. So, der. Nicht schön, aber selten. Wir brauchen hier Licht. Wir brauchen hier unbedingt Licht. Und diesen Chor, der muss, glaube ich, auch nochmal extra geschützt werden. Deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt so gut war, was ich hier gemacht habe. Dann haben wir hier unsere Medic Station. Da ist kein Platz mehr, da ist kein Platz mehr. Können wir eigentlich daneben stellen. So. Wir werden geheilt. Sehr schön. Heilblöcke. Haben wir hier nicht noch eben irgendetwas Hochbrisantes, Wichtiges gebaut? Nein, haben wir nicht. Metal Plates. Brauchen wir Iron Ingots für. Iron Ore müssten wir noch eine ganze Menge haben. Was ist das? Crushed Stone. Copper Ore. Haben wir kein Iron Ore mehr? Kobalt. Magnesium. Ja, weil der muss das doch irgendwo mit rausziehen. Iron Ore, da. Ach, wir können uns totschmeißen mit Iron Ore. Machen wir gleich noch ein paar Metal Plates. Waren es Metal Plates? Ich glaube, es waren Metal Plates. Metal Plates, ja. Dass wir langsam mal so den Hauch einer Basis hier kriegen. Wo war das hier noch mit den Türen? Türen waren, glaube ich, hier. Automatic Door. Electronics und Control Devices. Control Devices. War hier. Und noch ein paar Electronics. Dann müssten wir eigentlich auch Tür bauen können. Schön, schön. Food. Diesen Food-Prozessor brauchen wir.
sieht das hier eigentlich mit Strom aus? Na gut, der verbraucht jetzt um einiges mehr, glaube ich, weil jetzt auch mehr Geräte dran angeschlossen sind. Wir hatten doch nachgebaut. Oder nicht? Doch, hatten wir. Zack. Also ich finde, es läuft. Es könnte schlechter laufen, sagen wir es mal so. Fenster wäre hier natürlich auch nicht schlecht. Gibt es hier sowas wie Window? Glassplate gibt's ja, aber... Zack, zack, zack. Window Word. Window Word. Ist ja einfach ein durchsichtiges... Machen wir davon mal zwei. So, wenn die Control Devices fertig sind, wo packt er unsere Blöcke hin? Da. Control Devices fertig sind, dann können wir noch eine Tür setzen. Und dann wird langsam alles gut. Ich meine, es ist ja schon nicht schlecht, aber es geht immer besser. So, die Tür. War da nicht, war da. Zack, eine Tür. Dann kommen gleich noch die Fenster. Erstmal nach unten, dass sie uns da nicht hier immer unterwandern können. Ja, was heißt immer, aber... Na, komm schon. Zack. Zack, zack. Zack. Den möchte ich gerne, genau. Den kann ich reparieren. Ah! Prinzip verstanden. Das lassen wir erstmal so. Mit den Rampen, das müsste eigentlich auch kein Problem sein. Dann setzen wir das einfach mal so und setzen hier zwei Türen rein. Haben wir quasi nochmal so eine Safe Zone. 9 Stück davon, damit gewinnen wir jetzt auch keinen Krieg, aber Automatic Door. Brauchen wir am besten gleich noch eine von. Brauchen wir noch Control Devices. Control Device ist da. Zack. Und noch eine Automatic Door. Da haben wir die Ecke da dicht. Finde ich wichtig. Bauen wir noch ein paar Halbblöcke. Ich hab eine Idee. Bau das mal. Wo sind unsere Fenster? Das haben wir hier. Die nächste Tür. Wir hatten noch eine. Können wir die stacken? Können wir. Klasse. Da können wir durchlaufen. So. Das war da eine Tür. Setze sie immer mittig, glaube ich. Ich glaube, das finden wir gut. Fenster, genau, wir wollten ein Fenster setzen. Da ist ein schöner Platz für ein Fenster.
Fall doch runter, Mensch. Was ist nun? Da wart ihr festgebackt. Fenster? Ach so ist das. Ja, das gefällt mir. Das gefällt mir gut. Hier ist diese Rampe für meinen Versuch. Und hier sind noch ein paar Blöcke. Komm. Soll der Geiz, da geht eine Menge drauf. Nicht rüber. Da kommt er jetzt nicht mehr hoch. Jetzt. Na. Eine Taschenlampe klappt's. Nein, nicht wieder. So. Überhaupt kein Problem. Genau so wollte ich das eigentlich auch gerne haben. Das da, da, da machen wir dicht. Hier müssen wir gleich. Ne? Was ist los? Noch so ein bisschen höher. Da kommt das Ding dann ins Spiel. So. Und an den möchte ich dann gerne anbauen. Und in der Schräge machen wir dann irgendwie andere Sachen. Na, fliegt wieder komplett runter. Mach es halt von hier. So, sind wir ja nicht so. Dann können wir gleich noch ein paar Schrägen bauen. Da gehen ein paar drauf. Von den Blöcken gehen auch noch ein paar drauf. Wie viel haben wir noch von den Metal Plates? Haben wir satt. Oder machen wir dann so schräge Fenster? Nee, so weit sind wir noch nicht. Das ist ja. Ja. Warum denn nicht gleich so? Ist nicht einfach. So. Der Kram schon wieder ausgegangen. Ach, es gibt doch Fallschaden. Das fiel ein bisschen mies. Den machen wir. So. Es wird. Da bauen wir noch Lichter, Fenster. Es ist alles ein bisschen beengt, aber eng ist gemütlich. Ich denke mal, alles wird gut. Wir sind enorm Schritt weitergekommen. Wir haben Medic. Wir haben Kühlschrank. Wir haben Luft. Es könnte schlimmer laufen. Wird es dann wahrscheinlich auch noch. Aber wir werden es erleben. Wenn es euch gefallen hat, oder wenn es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Das zeigt mir, dass ich das hier weiterspielen möchte. Ich meine, ich spiele sowieso weiter. Ich nehme es auch weiter auf und ich werde es auch weiter hochladen. Aber ihr wisst ja wieder dies. In diesem Sinne, bis denn und tschüss.